hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 17. Mai 2022. In welche Welt bin ich geraten? Die aufgestiegenen Meister. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Was ihr jetzt wahrnehmen könnt, ist ein Teil der Heilung des globalen Zeitgeschehens. Deshalb entladen sich ungeheure Kräfte und kein Stein scheint auf dem anderen zu bleiben. Jede Heilung beginnt mit einer Erstverschlechterung und das zeigt sich jetzt auf allen Ebenen der Gesellschaft. In welche Welt bin ich geraten? Konflikte als Teil der Heilung. Tage, die euch fordern, Wochen, die von euch Lösungen verlangen und Monate, die nicht vergehen wollen, wann kommt das Ende und wann der Anfang? Das Alte mag nicht weichen, noch mag sich das Neue euch zeigen. Auf welches Leben habe ich mich eingelassen und auf welche Welt bin ich geraten? Während sich die Konflikte auf der oberen Erde zuspitzen und es immer öfter zu Entladungen, Auseinandersetzungen und auch Kriegen kommt, baut sich in Wahrheit die neue Energie auf. Was ihr jetzt wahrnehmen könnt, ist ein Teil der Heilung des globalen Zeitgeschehens. Deshalb entladen sich ungeheure Kräfte und kein Stein scheint auf dem anderen zu bleiben. Jede Heilung beginnt mit einer Erstverschlechterung und das zeigt sich jetzt auf allen Ebenen der Gesellschaft. Eine unglaublich reale Drohkulisse baut sich jetzt auf und es ist gut, jetzt zurückzutreten und eine neue Perspektive einzunehmen, vom inneren Wissen zur Gewissheit, dass alles seine Berechtigung und seinen Sinn hat. Geleitet von Gewissheit. Du wurdest mit dem Wissen geboren, wie dieses Spiel gespielt wird und wie es am Ende ausgeht. Dass am Ende das Gute und das Lichte den Triumph ernten werden, das weißt du, dass die guten Menschen, die sich für die Wahrheit und den Frieden einsetzen, am Ende den Sieg über die Finsternis erlangen werden, das ist dir vertraut. Über den Ausgang der derzeitigen Kämpfe gibt es tief in deinem Inneren keinen Zweifel. Dort hast du Kenntnis davon, und du weißt genau, warum du heute mit beiden Beinen fest auf dieser Erde stehst. Diese innere Gewissheit lässt dich jetzt durchhalten und verschafft dir den Weitblick, auf den es jetzt ankommt. Die innere Gewissheit, dass die Liebe und dein Licht am Ende triumphieren werden, lässt dich an den Herausforderungen wachsen, anstatt verzweifeln. Halt und Orientierung bietet dir dieses innere Wissen und damit verbunden zu bleiben, ist jetzt überlebenswichtig. Dadurch kannst du die Rolle, die du vor der Geburt für dieses Leben gewählt hast, ausfüllen und du wirst deinen einmaligen Anteil für das Gelingen dieses Wandels leisten. Krisen und Zweifel. Entmutigung oder Hoffnungslosigkeit können auftreten. Jedoch, geliebter Mensch, überwinde diese und durchschreite sie wie ein Feldherr, der weiß, dass er nur seinem Gewissen verpflichtet ist und allein Gott dient. Die Zeit der großen Umwälzungen ist angebrochen. Du lebst den Sinn. Jetzt beginnt die Erde in einer bisher unerreichten Kraft, die Menschen abzuwerfen. Das sind geologische Ereignisse, die regionale Konflikte und globale Pläne über die Nacht beenden werden. Eine neue Dimension der Reinigung steht euch bevor und nur wer innerlich angebunden bleibt, wird diese Zeit meistern. Viele Leben hast du gelebt und an vielen Herausforderungen bist du gewachsen.
Jetzt fließen alle Leben in einem Leben zusammen und du kannst auf dein erworbenes Wissen zurückgreifen, auf deine Erfahrung vertrauen und auf die Macht deines Bewusstseins bauen. Jetzt bist du kein Kind, kein spiritueller Adept ohne Kenntnis der Dinge mehr, sondern ein lichtvolles Geistwesen, das auf der Erde inkarniert ist und seinen einzigartigen Beitrag zum großen Wandel und Aufstieg der Menschheit leistet. Die menschliche Perspektive tritt zurück und mitten in den größten Auseinandersetzungen und Krisen wird dir der Unterschied zwischen Illusion und Wirklichkeit bewusst. Deine Anbindung an das Göttliche wird jetzt besiegelt und dein Wirken auf der Erde wird jetzt von dir selbst verstanden, denn du lebst deinen Sinn und kämpfst nicht länger deren Kampf. In der Allgegenwart unendlicher Liebe, die aufgestiegenen Meister. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.